Nimmt auf, ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 3. Und jetzt huste ich. Die ganze Zeit habe ich nicht gehustet, aber jetzt huste ich. Ja, in der letzten Folge weiß ich nicht genau, was für passiert ist. Ich glaube, wir haben das Umstyling, habe ich vorgezeigt und so. Gott, ey. Und du schwänzt einfach. Meine Stimme ist jetzt halt ein bisschen besser geworden. Bis auf den. Bei den letzten Folgen. Also bei der letzten Folge halt war es ja halt ganz, ganz schlimm, glaube ich. Oder? Habe ich in der schlimmen Stimme aufgenommen? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Da ging es mir noch gut. Aber bei Life is Strange war das. Oh mein Gott, bei Life is Strange. Oh mein Gott, bei Life is Strange war das so schlimm. Sorry wegen. Ich kann nicht so gut lachen. Nee, und oh mein Gott, ey. Ich glaube, wir haben 6 Folgen. Genau, wir haben 6 Folgen Stardew Valley aufgenommen. Ich und Betty. Und unsere beiden Stimmen waren halt ja nicht so die besten, ne? Welches Handy nervt? Ich habe das doch alles ausgeschaltet. Genau. Oh, hallo, oh, dir geht's gar nicht gut. Durst, 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 Durst. Oh Gott, ey, nicht, dass du jetzt von mir. Ey, ich hab dich gerade erst adoptiert, ne? Wehe, du stirbst mir hier jetzt weg. Dann geht's aber los. Okay, anyways, so. Mann! So, genau. Wir haben 6 Folgen Stardew Valley aufgenommen und ach du Heilige. Meine Stimme war da echt am Arsch. Das hatte ich seit langem halt auch nicht mehr gehabt. YOLO. Super. Kann passieren, alles gut. So, I don't know. Aber jetzt geht es meiner Stimme halt jetzt ein bisschen besser. Und hoffe, dass das zum zeitigen Treffen oder halt dann auch nie wiederkommt. So, okay. Das habe ich schon mal neben an das habe ich schon mal bestanden. Jetzt auch mal zu spielen, kannst erstmal, keine Ahnung. Oh, du hast Essen. Du hast Hunger. Mama, was ist heute los? Keine Ahnung. Geh was essen oder so. Alleine. 50. Wir gönnen uns. Wir gucken nicht auf das Geld. Wir machen einfach und gut ist. Und du machst deine Recherchen weiter oder mit jemandem chatten? Wie lange chattest du denn jetzt schon? Wir chatten mit unserer Tochter. Ich weiß nicht, mit wem chattest du? Kannst du mal bitte deinen Roman? Ach, wir sind schon fertig. Wo ist das Buch? Dann, keine Ahnung, mach mal irgendwie ein paar Zutaten oder so, keine Ahnung, hier. Heißt es auch Soße oder keine Ahnung, weil wir haben gar nichts beim Kühlschrank. So, du machst Arbeit, das ist super, weil wir brauchen das Geld. Du kochst, du erfindest weiter, weil nur 3 Sachen zu können ist halt auch, wenn nicht zu viel. Müssten wir weniger bezahlen. Na komm schon, mussten wir weniger bezahlen. Nee, okay. Oh, ihr seid wieder zurück. Okay. Okay, ersten Kuss erleben lassen wir drin, ne? Abschlussball besuchen lassen wir drin. Logikfähigkeit lesen lassen wir drin. Oh, wer hat das denn gemacht? Von Brücker? Schön. Oh, hallo. Ganz langsam hier. Oh. Geht's jetzt zur Arbeit? Jetzt nochmal? Aber warum? Ihr müsst doch gar nicht mehr. Startet in 18. Habe ich irgendwas eingetippt oder so, dass.
Ich denk gar nicht mehr dran. So, du kannst mal die Theke sauber machen, weil ich weiß nicht, was mit dir anzufangen. Danke, dass du den Fernseher ausmachst. Das hat so genervt. Ich hätte ihn von selber ausgemacht. So, Hygiene. Ja, du stich bitte. Du stinkst. Ob ich das gar nicht rieche. Huh, zum Glück. Ja, genau. So, Ferdinand, wie geht's dir? Du hast Hunger. Dann geh mal. Oh Gott. Kannst du auch hier Heu essen? Heu fressen. Lecken. Leck. Leck den Stein ab. Genau, Orly senden. Hier geht's doch gut. Öff. Weißt du was? Komm nach Hause. wir bräuchten halt das Geld, aber. Nein, machen wir nicht. Wir bräuchten halt das Geld, aber. Ich glaube, wir werden unsere Karriere schon steil bergauf machen mit Lee Sin und denken sich so: Oh, das ist mein Pferd. Das macht Geld. Ey, stell dir mal vor, sie benutzt du das Pferd, um Reichtum und hier alles zu haben, zu wollen oder so. Oh. Bist du jetzt hier schon böse oder was? Für mich? Oh. Hallo? Ey, wollen wir eine Band gründen? Ey, wollen wir eine Band gründen? Hallo? So. Siehst ganz cool aus. Nee, nein, das ist jetzt nicht wichtiger. Er steht direkt neben dir. Du kannst mit ihm reden. Ey, ich glaube, 2009 war es schon so weit. So oh. Oh Gott, redet miteinander, Leute. Redet. Das ist heutzutage echt schwierig. Man textet sich halt, wenn er nur einiges hier. Meister an der Künste? Nein, dafür muss man halt auch künstlerisch lernen hier. Nee, du bist nicht müde. Sakura, das bildest du dir nur ein. Was will die denn? Einschlagen, du bist cool. Ich würde dich besser kennenlernen, oh mein Gott. Weiß ich nicht so. Vielleicht mal. Oh. Sakura, wenn das deine Eltern mitbekommen, ne? Ich würde ja. Ganz dünnes Eis, was sie da macht, aber ich lasse sie mal, wisst ihr? Weil das ist manchmal so, so sich selbst loben, weil du es kannst. Wer ist das denn? Der ist ja nur ein so normaler. Ich dachte, der wäre ein Cowboy. Oh. Ne, ich bin weg. Was mit dir? Oh, ich dachte, du kannst jetzt halt was mit deinem Pferd machen. Ne, sag selber, nein. Dann geh rein. Dann trink noch mal was und dann kannst du ein Nickerchen machen. Ja, Sakura hat, wenn er für dich Lisanne hat für dich keine Zeit. Jobs, Berufe als selbstständig registrieren. Rei. What? Ich muss mal ganz kurz weg. Aber Sakura ist doch ganz schön. Was ist das denn jetzt? Sakura ist nicht mal auf dem Ball. Willst du mich verarschen? Wen willst du hier verarschen? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Als würden wir mit dir hier nur was machen, weißt du?
Oh mein Gott, nein. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Hallo. Derzeit kein Unterricht. Keine. Er kann ja sein. Küssen musste, so man wagte. Aber die hatten schon mal einen Kuss. Es sieht so aus, als würde Dieter. Hä? Sakura hat Simon ihre Zuneigung gestanden. Simon war so glücklich, dass er den Rest des Abends mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht herumfiel. Aha. Aha. Aber hä? Oha, Sakura, was hast du gemacht? Du hast doch noch gerade die Angst. Hey, wie ist denn das zustande gekommen? Ja, das wollen wir machen. Aber, hä? Was ist denn heute mit dieser Folge los? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das gerade absolut gar nicht. Was ist hier los? Ja, Reiterin. Ja. Ja, und jetzt ab nach Hause hier. Aber Sakura, wie? Der größte Sven ist halt Moritz gewesen. Jetzt bist du hier ein Star oder was? Sie will ja auch ein Star werden, also. Ah, du Jemine, ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Uffala. Oh mein Gott, ey, wie hast du das jetzt hinbekommen? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Die Stars. Halt eine Rabatte 1. Als da gespartes Geld 25. Ach du Jemine. Oh mein Gott, Sakura, nein, das geht ja gar nicht. Und bei dir ist da noch alles in Ordnung? Simon hat Sakura mit einem eleganten Tanz beeindruckt. Sakura tanzt sogar mit. Ja, von zu Hause aus. Oh mein Gott, ich glaube, das ist einfach Homeschooling, was die machen. Tanzball mit Homeschooling hier. Das Duo rockt definitiv die Tanzfläche. Ja, Simon, willkommen mit deiner imaginären Sakura. Ihr rockt das Teil. Ich sehe, wie sie tanzt. Sie tanzt im Bett. Und bekommt davon gar nichts mit, was da abgeht gerade. Ich glaube, ich habe das Spiel irgendwie ein bisschen zerhauen, weil normalerweise müssten Marlena und Lisa halt auch da sein, aber irgendwie haben sie sich denn doch gedrückt. So, ich mach mal die Musik wieder aus. Oder mach mal irgendwas anderes an. Aber haben ja unsere bedefinierte Musik oder so. Beleidigung anhören. Nein! Sag mal, geht's noch? Du kannst halt mal ganz kurz nochmal Abendessen servieren. Und zwar vegetarisches Chili. Das wird einige sehr toll finden, wahrscheinlich. Aber bitte beleidige hier niemanden. Nur weil sie jetzt ihren Lehreranzug anhat, musst du sie jetzt nicht beleidigen. You know what I mean. Okay. Aber Simon scheint Sakura. Warte. Simon scheint Sakura in den Bann gezwungen zu haben. Sie ist den ganzen Abend nicht von seiner Seite gewichen. Oh. Und wir wollten uns an einen Cowboy ranmachen, ne? Das hat schon was zu heißen. Wir wollten uns an einen Cowboy ranmachen. Wenn ich jetzt schon daran so denke, dann kommt es mir ja jetzt schon hoch. Nein. Nein, kommt es nicht, aber. Hallo? Ein Schwein? Das musste sein. Oh, das hat sich gereimt. Oh mein Gott, nee, das ist doch Wahnsinn hier. YOLO. Ah, schwierig. Oh mein Gott. Ach, ich stelle mir das auch wieder so schön vor, ne? Simon, so richtig nett und, oh, und keine Ahnung, will das Beste für sein Mädchen haben. Und dann kommt Sakura so richtig Rock'n'Roll, richtige ekelhafte Frau, so, ach, was willst du von mir, frisst Scheiß und so, weißt du, oder keine Ahnung. Aber wow. Und dann, oh, ich wollte schon sagen, willst du dich ertrinken, oder?
Nicht, dass du deine Schnauze ins Wasser hältst, ne? Also, okay. YOLO. Paparazzi, okay. Nichts dergleichen, alles klar, super, perfekt. Aber ich kann mir das schon so richtig gut vorstellen, wie Sakura denn so sagt, so, nee, das ist mir alles gerade zu viel, nee, also ganz ehrlich, oder, nee, oh, das kommt von Simon, das kommt von Simon auf jeden Fall. Simon kommt jetzt nach Hause mit einem grinsenden Lächeln und sagt einfach so, oh, bist ja schon zu Hause. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Kannst du denn jetzt bei ihr schlafen? Bestimmt, ne? Weil ihr seid ja jetzt zusammen und habt ja nichts mitbekommen oder sonst irgendwas. Jawohl, Du, Gisan, Shebu, auf jeden Fall ihre Stimme, wenn ich so weit zerlese oder rede. Oh Gott, Leute, sorry. Ich muss mal was trinken. Ich habe schon die ganze Zeit bei der gestern bei der ganzen Stardew Valley Aufnahme hatte ich mir Wasser mitgenommen. Oh, das Wasser war am Ende leer. Was ganz gut ist, weil man Wasser trinken muss. So. Du bist jetzt fertig. Wie schaut es bei dir aus? Okay. Ja, erstmal deine selbstgemachte Shinkokarde. Guck mal, und schon mal lässt sie sich wieder nicht aufhalten, ne? Geht erstmal hin und dann lässt sie erst die Aktivität aus. Nimm dir die Schüssel. Oh. Ah ja, Titkonkane, deswegen alles klar, verstehe. Hau dich ins Bett, bitte. Gutes. Jetzt muss es ja eigentlich gehen. Mit zwei Zassen. Nein. Nein. Mit Sakura Freunde fürs Leben werden. Gucken. Freundin, ihr seid in einer festen Beziehung. Na, nicht jetzt nach dem Tag fragen. Der musst du heute auch ein Nickerchen machen. Willst du jetzt schlafen? Ja, dann geh doch schlafen jetzt. Es ist schon gleich 1 Uhr. Bei mir noch nicht, zum Glück. Bei mir ist 0 Uhr 10. So, ab ins Bett jetzt hier. Eier machen. So, genau. Oh, oha! Sie wurde gebissen. Sie wurde gebissen. Sie wurde gebissen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Sie wurde gebissen. Oh mein Gott! Nicht auf meiner Terrasse! Oh, ich sollte lieber nicht so laut sein. Es ist ja schon 0 Uhr 10. Lässt du dich jetzt auch noch beißen? Willst du jetzt auch noch unter meiner Terrasse versinken? Ich glaube nicht. Ich bin leicht verstört irgendwie gerade, was in dieser. Aber schön, dass du ein Paparazzi. Ich find's toll. Oh mein Gott, ich sollte dich einsperren und dann sollte ich dich nachts wieder rauslassen, weil ganz ehrlich, Paparazzis gehen mir sowas von auf den Senkel. Kannst du ihn bitte auch beißen, weil er einfach nur bei mir ist und einfach nervt. Okay? Dankeschön. Das hätte er mal früher machen sollen. Bei diesen anderen Paparazzi, mit diesen Dreadlocks, wisst ihr noch? Oh, der ging mir auf den Keks. Oder, oh mein Gott, dieser alte Opa, der meine Kinder fotografiert hat, wo meine Kinder denn geschlafen haben. Oh mein Gott, ey, das war so schlimm. Wer hat das Licht angelassen? Und ach, ich kann das Feuer nicht alleine ausmachen, natürlich. So. Oh, du bist wach. Du bist wach, das freut mich. Okay. Sozial geht ein bisschen weg hier. Kannst springen üben, wenn du möchtest. Du bist ja, wenn dann bei Rennen schon mal ganz gut, aber übe mal noch ein bisschen springen. Dann können wir vielleicht auch mal erstes Turnier machen, wenn das mal so ganz gut läuft für dich. Gleitzeit. Verdienste. Staubschluckerin. Was? Was sind das denn immer für Begriffe? Staubschluckerin. Ja, nee, du kannst noch gar nichts. Du bist schlecht. Du bist eine Staubschluckerin. Hallo? Aber geht's noch?
So. Neuerdings können Zombies halt auch Umbrellas benutzen. Ich habe jetzt das deutsche Wort, Regenschirme. Ja, absolut professional, English teacher. Not. Ja. So, du bist wach. Und dafür musst du jetzt so rumrennen. Kannst du vielleicht noch irgendwas, eine schwebende Ente, let's go. Okay, Leute, währenddessen jetzt Moritz die schwebende Ente macht, werde ich jetzt auf jeden Fall diesen Part jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen oben, da kommentiert nicht vergessen. Das war auf jeden Fall ein sehr verwirrender Part. Und bis dahin sag ich wie immer, bye bye.